Hallo und willkommen zurück zu Planetary Annihilation. Ich bin ja eigentlich gerade beim Testen von verschiedenen Commander-Loadouts, also Startkommandern für den galaktischen Krieg hier. Und der Start für diesen Commander-Loadout, den finde ich ja jetzt so heftig, so stark, so mächtig, was wir da schon gefunden haben. Zwei unterschiedliche Unterkommandanten, die mit mir kämpfen, die leider nur die gleichen Technologien wie wir zur Verfügung haben. Und das, was ich hier testen will, hatte ich ja schon mal im Stream getestet, deswegen weiß ich, dass die Starttechnologie, die wir als mit diesem Loadout haben, gar nicht so schlecht ist. Ich muss nur testen, wie gut man damit, naja, gegen Gegner wirklich kämpfen kann. Deswegen ist jetzt der wirkliche Test, dass ich jetzt kämpfe und sehen muss, wie effektiv ist das denn wirklich. Ansonsten muss ich halt nochmal anfangen und ein wirklich sinnvolles Loadout nehmen oder hoffen, dass ich hier eben andere Technologien kriege, dann aber auf die Subkommandanten verzichten müsste. Werden wir also sehen. Ich entscheide mich, wie gesagt, jetzt nach diesem Kampf, den wir jetzt spielen werden. Wir haben hier, zur Erinnerung, fortschrittliche Luftwaffen und fortschrittliche Fahrzeugtechnologie. Das heißt, wir haben keine einfachen Einheiten, wenn dann nur fortschrittliche. Wir müssen also mit den orbitalen Einheiten Loadout, was wir haben, arbeiten. Aber ich habe gesehen, das hat viel drauf, sag ich mal. Da drüben wäre auch noch einer, wo wir dann was kriegen könnten. Aber wir schauen jetzt mal, was es hier gibt. Es sind zwei Gegner, wir sind zu dritt. Das heißt, wir werden nicht mal viele Startorte zur Verfügung haben, glaube ich. Auf einem Planeten plus einem Gasriesen. Wenn wir uns einmauern und einmummeln müssen, können wir auf dem Gasriesen Energie und Metall hoffentlich abernten. Wenn das Loadout wirklich alle orbitalen Einheiten beinhaltet. Das wollte ich ja eigentlich noch testen, aber dazu kam ich ja nicht so wirklich. So. Ich würde sagen, auf dem Wasser starten wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann ist man von zwei Seiten zumindest mit dem Landweg her relativ sicher. Würde ich fast hier starten wollen. Das Metall ist nicht großartig in der Nähe, aber wenn ich jetzt mit den orbitalen Einheiten spiele, das ist ja sowieso was ganz anderes. Dann brauche ich ja keine Angst haben, dass mir die Konstrukteure weggeballert werden. Außer die bauen sie... Das sieht so lustig aus, wie wir zu dritt starten. Ah, wie toll. So, wir haben jetzt die Verbesserten, das ist klar. Wir haben das Zeug alles. Oh, wir können selbst Regenschirm bauen. So, und ich würde mal so starten, wie es eigentlich hier vorgesehen ist, ehrlich gesagt. Wir können alle diese Einheiten bauen, das ist klar. Aber diese Einheit kann alles bauen, was normale Konstruktionsfahrzeuge, Konstruktionsflugzeuge und Konstruktionsbots auch bauen könnten. Jetzt ist die Frage, was kann der bauen, was verbesserte Konstruktionssachen angeht? Eigentlich ja nichts. Sonst wäre das das einzige Loadout, was verbesserte Einheiten und Gebäude bauen könnte. Aber es stand da die komplette orbitale Technologie. Oh, der braucht sehr lange dafür. Das heißt, der Anfang wird natürlich schwerer jetzt, dadurch, dass wir eben... Ja, der kann eben auch keine Einheiten bauen, Flugzeuge mäßig. Die werden übelst jetzt Nachteil dadurch haben. Das heißt, der muss mit Verteidigungsanlagen einfach nur hinhalten, den Gegner. Du baust danach mal bitte Energie. Okay, hier ist direkt neben mir ein Gegner. Das heißt, das Metall kann ich mir nicht mal sichern. Ich muss mich also in die Richtung ausbreiten. Der kann auch nur mit den Konstruktionsflugzeugen spielen, so wie ich auch. Konstruktionsfahrzeuge, der kann nur Konstruktionsviecher bauen. Ist das lustig. Armee aus Konstruktionsviechern, die einfach rückbauen. So, und danach machst du doch mal Fahrzeugfabrik und machst Konstruktionsfahrzeuge da bauen. Um hier Bäume umzuwandeln, würde ich sagen. So, jetzt bin ich gespannt. Ich baue mal zwei. Obwohl, ich baue noch ein Radar-Ding und dann das Ding. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie die kosten, muss ich ehrlich sagen. Steht das hier? Steht nicht da. Okay, also der macht schon orbitale Verteidigung. Interessant. Haben wir keine normale Verteidigung? Wir haben die Verteidigung. Also Luftabwehr könnten wir bauen. Dann baust du danach mal ein bisschen Luftabwehr. Panzerabwehr haben wir natürlich jetzt ein Problem, ein mittelschweres. So. Du kannst normales Zeug bauen. Mich würde jetzt interessieren, was da drin zu bauen ist. Aber ich will erstmal einen der Gegner töten, ehrlich gesagt. Und deswegen gehe ich jetzt hier hin und mache sowas.
Und das so früh im Spiel. Ich meine, ich hänge natürlich hinterher, weil das so lange gebraucht hat, das Ding zu bauen. Aber wenn ich das Ding baue und damit den Gegner töten könnte, wäre es natürlich extrem mächtig, oder? Und damit kann ich ja Energie und Metall auf dem Gasriesen mir schnappen, aber dazu müsste ich mich selbst erstmal einmummeln, wie gesagt. Oh, wir können die Spähfahrzeuge trotzdem bauen, das ist interessant. Du baust ja erstmal die Luftverteidigung, genau. Wir haben natürlich jetzt ein Metallproblem. Vor allem jetzt, wo wir das bauen. Ja, das meine ich. Die schicken mir auf Metall, interessant. Wir haben das Radarteil. Damit will ich rausfinden, vor allem, wo den sein Commander ist, damit ich den mit dem Teil abschießen kann. Wohin produziert ihr? Noch nirgends hin. Okay. Mit dem kann ich ja auch, das ist ja das Interessante, mit dem Teil kann, mit dem orbitalen Bauer kann ich jetzt ja auch Metall und Energie bauen. Das heißt, ich könnte jetzt quer über den Planeten Metall bauen und der kann nur das Metallding selbst abschießen, aber nicht meinen Konstruktionstypi. So. Baut der schon orbitale Abwehr? Nein. Kann er gar nicht. Sehr gut. Das heißt, der Commander muss sich so lange verteidigen, bis das orbitale Teil den Commander weggeballert hat. Interesting. Sehr interesting. Verteidigungsanlagen. Eigentlich müsstest du Metall jetzt erstmal bauen. Meine Verbündeten, stimmt ja, die haben ja die gleiche Farbe. Das ist natürlich jetzt ein mittelschweres Problem, sage ich mal. Weil ich jetzt nicht weiß, was von mir ist und was von meinem Verbündeten ist. Bevor du jetzt Metall baust, reclaime mal. Okay, der reclaimt ja auch schon. Und der könnte mir ein Viech angreifen. Dann das wird natürlich jetzt unschön, sag ich mal. Und so viel zu dem Thema. Ich habe jetzt keine Verteidigungsanlagen da vorne. Commander, geh mal hier verteidigen. Der hat verbesserte Flieger schon. Kann man immer den Commander töten? Also nicht meinen, den sein meine ich eigentlich. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Das ist ja jetzt ein Müh negativ, oder? Gut, das Vieh ist tot. Mein Teil fängt an anzugreifen. Wo ist der Commander? Oh, jetzt ist der abgehauen. Moment, Moment, Moment. Commander ist hier. Das wollen wir nicht. Ist hier irgendwo orbitale Verteidigung? Nein. Aber hier ist so eine verbesserte Luftwaffenfabrik. Die muss ich loswerden. Oh Gott, der Commander von ihm kommt. Oh Gott. Du baust mal bitte. Kannst du auch reclaimen? Nee. Reclaim haben sie abgeschafft, glaube ich. Mit der neuesten Version. Bau mal bitte das Teil. So, dann schauen wir mal. Der Commander ist wieder hier. Warum greifst du nicht den Commander an? Wo geht der jetzt hin? Ist die Frage. Wenn er aus dem Radius rausgeht, ist natürlich doof jetzt. Naja. Wir schauen mal, wie viel wir hier schaffen können. Die müssen sich auch nur mit ihrem Zeug verteidigen. Das ist natürlich jetzt ein Kampf, der ich sag mal, unnormal ist. Ungewohnt. So, hier ist der andere Gegner. Die Frage ist, was hat der für orbitales Gerülle? Wenn ich sehe, dass die orbitale Verteidigung bauen, müsste ich die eigentlich sofort abschießen, ne? Wir haben jetzt nur den angewählt. Ich flieg mal hier rüber. Gucken, was der schon so hat. Ist der Commander wieder in Reichweite? Nein, der ist abgehauen. Der ist hier unten irgendwo. Wenn ich jetzt meine Verbündeten steuern könnte, wäre natürlich cool. Dann könnte ich sozusagen Commander in Commander reinjagen und dann hätte ich immer den Vorteil, dass wir mehr sind als die Gegner. Oh Mann. Moment, mein anderes Konstruktionstypi-Viech? Was macht denn das hier oben? Warum fliegt denn das hier hin? Du sollst doch nicht dahin fliegen.
doch, sollst du. Stimmt. Ich wollte den Commander ja auch wegsnippen. So, das Teil ist fertig gebaut. Dann machen wir einfach mal weiter so. Machen wir das mal als Verteidigungsanlage hier für den Boden auch. Muss nur auf ihn aufpassen. Da ist was abgeschossen worden, sehr gut. Oh, die haben auch schon orbitales Zeug. Momentchen mal. Der macht mit Katapulten? Oh Mann. Interessante Wendung, sag ich mal. Hier ist er. Okay, okay, okay. Du kannst mal anhalten, falls er orbital. Da hat er orbitale Verteidigung. Okay. Du musst den angreifen. Der andere Commander ist nach Süden abgehauen, wenn ich mich recht entsinne, ne? Das heißt, du gehst jetzt mal hier so lang. Der Commander wurde von irgendwas beschossen, was ich nicht weiß. Und das gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Warte mal. Den Commander einmauern mit Mauern? Was hält man davon? Kannst du Mauern bauen? Ja, da. Bau erstmal, Commander. Wir machen hier mit den orbitalen Einheiten den Gegner tot. Wird schon alles. Also der ist sehr zurückgeworfen worden dadurch. Und der ist bald tot dadurch. Ah, da kommst du nicht ran, ne? Ah, meiner ist auch bald tot, mein Verbündeter. Naja, das ist ja Übertreibung jetzt. Nicht nur Überhitzung, sondern auch Übertreibung, oder? Kommst du da jetzt ran? Schauen wir mal. Ansonsten, ich muss da nur noch mehr Verteidigungsanlagen hier bauen gegen Flieger. Obwohl, ich baue erstmal nur Verteidigungsanlagen, weil... Ich weiß nicht, wie viel Flieger der andere jetzt so schon baut und in mich reinjagen kann. Das ist unfair. Darauf habe ich nicht geachtet. Okay, da hat er jetzt eine orbitale Verteidigung. Wie weit komme ich da jetzt noch ran? Du kommst nicht mehr an den Commander ran, das ist schade. Aber hier ist auch eine orbitale Verteidigung, das heißt, da kannst du auch nicht näher ranbauen. Du könntest hier weiter im Norden bauen. Schauen wir mal. Es ist sehr interessante Spielweise. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Also, oh, der Commander ist tot, wie es aussieht. Okay. Der Commander läuft noch hier rum. Ne, der ist doch noch nicht tot. Der läuft noch hier rum. Stimmt. Ich sehe es gerade. Und ich verschanze mich hier. Okay. Interessant. Mal schauen, ob ich den Commander kriegen könnte. Den kriege ich aktuell nicht, weil hier ein bisschen viel abgeschossen wurde, was ich eigentlich noch bauen wollte. Oh, hier wurde das Teil auch abgeschossen. Schade. Das heißt, ich komme nicht mehr so leicht an den ran. Müsste das Teil nicht gleich fertig sein? Aber wir haben kein Metall mehr, wa? Ja, das haben wir ja schon festgestellt von der Weile. Oh, wir haben verbesserte Konstruktionsfahrzeuge. Wir haben verbesserte Fahrzeuge. Ich musste einfach nur meinen Verbündeten gewinnen lassen, stimmt? Oh Mann, wie doof. Unser Radar-Ding ist auch... Nee, das ist noch hier. Ah. Klick mal hier rüber. Ich möchte mal wissen, was hier noch von dem ist jetzt. Von dem Gegner. Der schickt seine... Allied Commander destroyed. Das war der, der jetzt aber nicht so gut aufgebaut hat. Der hat so gut aufgebaut. Wo ist er? Wo ist er? Da ist einer. Aha. Moment, du kommst mal hier rüber. Da hat er keine orbitale Abwehr.
Das ist ein interessanter Kampf. Mit so einer Technologien und ohne Fahrzeuge und Flugzeuge großartig. Es ist echt. Normalerweise würde ich jetzt auch schon längst Flugzeuge oder Fahrzeuge gebaut haben, aber mir gefällt das gerade, wie es aussieht. Muss ich ehrlich gestehen. Moment, du greifst das Ding an. Und wir bauen mehr davon. Baut er hier orbitale Verteidigung? Nee. Wieso greifst du nicht den an? Kommst du da nicht ran? Doch, kommst du doch. Der ist unter Wasser. Oh, ist ja fies. Der versteckt sich unter Wasser. Die bauen keine orbitale Verteidigung. Gut. Kommt das Ding? Na, kommt nicht ganz ran. Aber vielleicht bewegt es sich irgendwann zurück oder die Panzer machen den tot. Es ist ein unkonventioneller Sieg. Einige werden nicht zufrieden sein, wie ich hier spiele. Aber ich find's gut. Ja, es ist schade, dass der unter Wasser ist, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich das zerstöre, was der baut, habe ich dann die Möglichkeit, ihn rauszujagen aus dem Wasser? Ich greife mal hier an. Also irgendwann ist das Ding auch tot, ne? Der Commander kommt raus. Bitte, Commander. Kommst du ran? Ne, ist immer noch unter Wasser, oder was? Wieso greifen die denn nicht an? Zählt der als unter Wasser, bloß weil seine Füße im Wasser sind? Das ist doch doof, oder? Oder kann der den Commander nicht angreifen, aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund? Scheint ein bisschen so, oder? Du baust das Teil, aber der Commander hat sich jetzt dorthin zurückgezogen. Okay. Ich verstehe nicht, wieso die nicht angreifen können, den Commander. Und ihr könnt ja jetzt mal langsam den Commander da töten. Kann man den anpingen? Ich glaube, ja, die ziehen sich jetzt vom Ping zurück, als dass sie dort angreifen, wie es aussieht. Na gut. Der wird gerade zurückgeworfen. Das ist schon mal sehr gut. Auch wenn ich mich wundere, warum der Commander nicht angegriffen wird. Du musst aufpassen, dass du nicht in die Reichweite vom orbitalen, von der orbitalen Verteidigung reinschwebst. Wenn ich das mal so sagen darf. So, das da ist fertig. Leg mal ein Stück hier hinter und dann baust du mal hier. Gucken, wird das abgeschossen? Ja, wird abgeschossen, okay. War das zu nah dran. Wie sieht das hier aus? Das sieht noch gut aus. Könnt ihr bitte jetzt mal den Commander angreifen? Ist das irgendwie machbar? Ne, scheinbar nicht. Naja, dann lasst mal. Macht, was ihr denkt. Wir kriegen den noch. Was können wir noch bauen? Eigentlich müsste ich jetzt anfangen mit verbesserten Einheiten und Gebäuden. Ich meine, schon alleine der Fakt, dass ich eben mich hier relativ einmauern konnte. Ach, Flieger geht erstmal nur. Ist ja jetzt was ich nutzen müsste. Wir machen mal drei davon. Wir haben nicht so viel Energieproduktion. Die ist nur dadurch gesichert, dass ich kein Metall verbrauche. Der Commander von ihm, war der tot? Ja, der ist tot. Nee, der ist nicht tot. Wo ist der Commander hin? Schon wieder. Hier unten ist einer. Ja, das wissen wir doch. Und ich wollte jetzt eigentlich mit dem Teil den Commander reparieren. Reparier mal. Und das bei dem Schwierigkeitsgrad. Das bei dem Schwierigkeitsgrad ist Wahnsinn, oder? Hätte ich nicht gedacht. Wenn der Commander jetzt hier ist, direkt bei meinem Verbündeten. Also, ich weiß nicht, was der sich vorstellt, aber der müsste eigentlich theoretisch tot sein, oder? Und dem brauche ich mir keinen Kopf mehr machen. Also geht's jetzt um den hier. Wenn ihr könnt, das Ding angreifen, aber ihr könnt es nicht, ich sehe es. Ich verlasse mich mal drauf, dass der den tötet. Was war das? Ach so, der
Das Teil. Siehst du, ich könnte ja mal ihn rüberschicken. Moment, machst du denn noch was? Du reparierst jetzt den Commander, haben wir gesagt. Repair. Kriegst du den repariert? 36%. Wird wohl nicht repariert. Das heißt, die müssen den reparieren. Na gut, dann machst du folgendes. Du fliegst jetzt hier rüber. Hat jetzt jemand anders schon hier? Nee. Und dann baust du... Oh, man macht das jetzt... Achso, nee, das war glaube ich immer, oder? Ja. Mach mal einfach so. Viel Spaß. Ich wollte eigentlich rausfinden, was die in dem Gebäude bauen können. Gut, dann machst du mal hier so ein Gebäude bauen. Das wollte ich noch wissen, was damit dazugehört zu der Technologie. Ob da auch alle Sachen dazugehören, die hier drin zu bauen sind. Baubar sind. Sehr schön, die haben das verbesserte Konstruktionsteil da zerstört. Du machst mal noch mehr davon. Wenn er irgendwann mal aus dem Wasser rausklettert, soll er instant getötet werden, sozusagen. So, ihr beiden repariert. Oder du reparierst und du gehst mal hier Metall... Obwohl, hier sind Jäger, oder? Ist das ein Jäger oder ein Speer? Weiß ich nicht. Du machst mal Metall. Gucken. Ist ein Speer, okay. Und ein Konstruktionstyp hier, okay. Wer baut jetzt schneller, ist die Frage, ne? Die bauen beide ab hier. Die müssen gerade beide das Verbesserte abbauen und jetzt das Normale abbauen. Nee. Warte mal, du baust mal den ab. Mach mal einfach. Kriegst du nämlich auch Metall, ist auch nicht schlecht. Oh nee. Beide Verbündeten sind jetzt tot, das gibt's ja gar nicht. Jetzt kamen die Bomber an. Okay, ich muss den töten. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, mittelschweres. Ist jetzt schlecht, ne? Könnte sein, dass ich jetzt verliere, deswegen. Aber mal schauen. Meine Konstruktionstypis, einer ist hier. Der hat immer noch seine orbitale Verteidigung gerne. Ja. Warum können die nicht den Commander angreifen? Das verstehe ich nicht. Ich meine, die haben jetzt natürlich einen großen Vorteil, dass die auch Flieger angreifen können. Geh mal zurück, bitte. Mal alle darauf fokussieren und den reparieren. Oh Gott. Kann der Commander sich auch selbst reparieren? Okay. Also wenn ich jetzt verliere, wie gesagt, das war ein Test. Jetzt wollte ich noch hier schauen. Also er kann auch das alles bauen. Okay. Dann machen wir jetzt das Ding. Das wird den Commander garantiert töten können. Und ich bin tot. Was hat er da jetzt reingehackt? Weiß ich gar nicht. Irgendein Artilleriegeschütz. Interessant, aber ich verstehe nicht, warum die den Commander nicht angreifen können. Wenn der doch eigentlich aus dem Wasser rausschaut. Also das ist jetzt für mich ein Grund, dass die Strategie natürlich problematisch werden könnte. Gut, also auch wenn das Technologie-Setup sehr interessant und schön ist, ich glaube, es ist für diesen Schwierigkeitsgrad jetzt nicht unbedingt das Empfehlenswerteste. Für niedrigere Schwierigkeitsgrade zum Spaß spielen, vielleicht werde ich da mal probieren, mit dem Technologie-Setup einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad zu starten und einfach mal, naja, einfach mal den Schwierigkeitsgrad mit diesem Technologie-Setup durchzuspielen, ohne dass ich jetzt großartig mich auf andere Einheiten verlasse. Halt nur mit den orbitalen Einheiten. Ich denke, einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad wäre ich damit sogar schaffen können. Das wäre eine Herausforderung, nachdem wir den höchsten Schwierigkeitsgrad durch haben. Dann kann man so eine Spaßspiele machen. Na gut. Trotzdem erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal wird es dann auf jeden Fall einen ordentlichen Start in die neue Staffel geben mit dem neuen Schwierigkeitsgrad. Und dann schauen wir mal.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.